Hallo, für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Destina. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Kunterbunt im Stadtmuseum Simeonstift, in dem ich gerade bin. Wir nehmen heute für euch auf die zweite Folge von Kunterbunt und das Thema ist immer noch Winterbilder. Weil am Sonntag der erste Advent ist und viele von euch bestimmt sich schon darauf freuen, dass ihr dann am Wochenende den Tannenbaum besorgen geht, habe ich mir für heute überlegt, dass wir sowas hier basteln, nämlich Tannenbaumschmuck. Habe hier auch welchen mitgebracht von mir zu Hause und was mein Problem dabei ist, dass ich mir den angucke und ich denke mir so, okay, das ist schon wieder ein bisschen langweilig. Die haben alle die gleiche Form, die haben alle dieselbe Farbe. Und eigentlich sind doch die Tannenbäume die schönsten, an denen alle möglichen Formen und Farben und Motive hängen. Und weil es schöner und besser ist, je bunter der Baum ist, habe ich gedacht, machen wir heute Tannenbaumschmuck. Dafür brauchen wir wie immer Papier. In bunten Farben gerne, aber wenn ihr kein buntes Papier habt, geht auch weißes Papier, das wir dann mit Stiften in allen möglichen Farben bemalen können. Was ihr auch braucht oder brauchen werdet, ist solcher Draht hier. Und ganz schön ist es, wenn ihr vielleicht Perlen zu Hause habt. Zum Beispiel Bügelperlen oder aber auch solche kleineren Perlen, Pailletten, die wir auf den Draht auffädeln können. Das heißt, ihr dürft gespannt sein, was ich heute mit dem Draht und den Perlen für Weihnachtsbaumdekoration mit und für euch basteln werde. Ja, dann fangen wir mal an. Okay, ich habe hier schon eine Kleinigkeit vorbereitet, nämlich fragen wir uns natürlich zuerst, wie groß soll das eigentlich sein? Dann sein, was wir an den Tannenbaum hängen. Das kommt darauf an, wie groß euer Tannenbaum ist. Wenn der Tannenbaum jetzt ungefähr so groß ist, dann ist das hier vielleicht ein kleines bisschen zu groß. Aber ich bin mal davon ausgegangen, dass ihr einen großen Tannenbaum habt. Und damit ihr das schön seht, habe ich das Herz hier so groß vorzeichnen lassen. Okay, dann schneiden wir das einmal aus. Dann können wir das gerne noch in ganz vielen bunten Farben bemalen. Dann sieht es vielleicht sogar am Ende ein bisschen aus wie ein Lebkuchenherz. So. Das ist übrigens auch das, was ich an Weihnachten und am Winter am allerliebsten mag, nämlich die vielen Süßigkeiten und Plätzchen in allen möglichen verschiedenen Farben. Ich habe jetzt noch nicht gebacken, aber am Wochenende mache ich das bestimmt. Da habe ich auch immer ganz viele bunte Sachen. Perlen aus Zucker, mit denen wir dann die Plätzchen dekorieren. So. Okay. Noch mehr. In das Herz noch ein kleines Herz. Dann nehmen wir noch ein Grün, noch ein. Dann sieht das Ganze so aus. So, ja, und wie kommt das jetzt an unseren Tannenbaum? Da kommt der Draht ins Spiel. So, wir brauchen etwas Spitzes, am besten etwas, das nicht zu sehr piekst. Ich würde vorschlagen, entweder direkt den Draht zu nehmen oder aber eine Ohrringspitze oder einen Bleistift. So, damit machen wir ein kleines Loch in das Papier, nicht zu nah am Rand, nur ein ganz kleines Stück vom Rand entfernt. Und durch dieses Loch
stecken wir dann den Draht. So. Und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder binden wir den Draht hier oben so zusammen. Dann haben wir so einen geschlossenen Aufhänger. Den können wir noch biegen. So. Oder aber, dafür brauchen wir dann nicht ganz so viel Draht. Wir machen das einmal hier fest. So, indem wir ein Stück Draht um die längere Drahtschnur drumherum wickeln. Zweimal reicht theoretisch. Und dann biegen wir das so, damit das dann auf dem Tannenbaumzweig dann am Ende auch drauf bleibt. Habt ihr bestimmt bei der einen oder anderen Weihnachtskugel schon gesehen, Weihnachtsbaumkugel. Und dann hält das so da drauf. So sieht das Ganze aus. Funktioniert mit allen Motiven, die ihr wollt. Vielleicht habt ihr ja auch ein schönes Foto, wo ihr sagt, das sollte eigentlich ins Fotoalbum, aber die Mama findet das nicht so schön. Dann würde ich das ausschneiden, da so ein Loch reinmachen, Draht dran und dann kann das auch an den Tannenbaum. So, und was ihr auch machen könnt, wenn ihr zum Beispiel vom letzten Mal noch Schablonen habt, ich habe hier meine missratene Katzengirlande, dann kann ich auch die entweder zusammenlassen, aber ich mache die jetzt auseinander, dann halten die nämlich besser. Und dann nehme ich so eine Katze, mal die nach Lust und Laune an. Ich gebe dir jetzt mal ein Gesicht, damit alle sehen, dass es auch wirklich eine Katze ist. So. Okay. Und dann mache ich hier in ihr Ohr ein kleines Loch. Und durch dieses Loch stecke ich dann wieder den Draht. Und wenn ihr keinen Draht zu Hause habt, dann könnt ihr theoretisch auch Faden nehmen, zum Beispiel Wolle. Okay. Aber ich fände den Draht ganz praktisch, wenn man den so schön biegen kann. Und dann gucken wir. So. Der Bleistift hier, der soll uns den Zweig vom Tannenbaum simulieren. Das heißt, so würde dann der Katzenanhänger, der Katzen-Christbaumschmuck am Tannenbaum hängen. So. Halte das jetzt nicht fest, so sieht das Ganze dann aus. Schön, oder? Auf jeden Fall viel schöner als 100.000 von diesen langweiligen Kugeln in ein und derselben Farbe zu haben. Okay, mit Tannenbäumen geht das also auch. Da könnt ihr auch gerne, wenn ihr euch das nicht traut, eure Eltern oder Tante oder Großeltern fragen, ob die euch sowas vorzeichnen. Gerne auch auf grünem Papier und dann könnt ihr auch den Tannenbaum als Tannenbaumschmuck benutzen. Also einen Tannenbaum auf dem Tannenbaum. Den machen wir jetzt hier noch ein paar Kugeln. Also der schönste Tannenbaum, den ich je gesehen habe, der hatte auch Zuckerstangen als Deko. Der hatte ganz viele verschiedene Sachen und deswegen würde ich vorschlagen, egal welche Idee ihr habt, sie ist bestimmt super und macht euren Tannenbaum zu einem ganz besonderen und richtig schönen Tannenbaum. So könnte das Ganze dann aussehen und dann macht ihr wieder ein Loch rein, vielleicht hier oben und dann könnt ihr diesen Tannenbaumschmuck auch auf euren Tannenbaum hängen. So, was ich euch dann zu guter Letzt zeige, ist ein besonderer Tannenbaumanhänger. Dafür brauchen wir jetzt aber wirklich Draht, wenn ihr den machen möchtet. Nämlich habe ich mir überlegt, einen Stern aus Draht zu formen und da dann Perlen aufzufädeln. So, dafür brauchen wir diesen Draht. Und im besten Fall habt ihr oder eure
Eltern schon einen Stern vorgezeichnet auf Papier. So. Ich habe es einmal versucht, ist nicht ganz so gut gelungen, aber ich kenne einen ganz einfachen Stern, den ihr nachmachen könnt. Das heißt, hier ein Strich nach oben, ein Strich nach unten, dann einmal so, einmal so und einmal so. Ein Stern. Okay, und dann nehmen wir jetzt diesen Draht und machen die Form nach. Das heißt, die muss nicht ganz genauso sein, aber ich nehme das zur Orientierung, damit ich nicht aus Versehen irgendwas ganz anderes rausbekomme. So, dann habe ich hier die Kante, dann falte ich das da. So, gucken wir mal. So, so. So, mein Stern wird jetzt ein kleines bisschen größer als die Vorlage, aber die Vorlage ist auch hauptsächlich dafür da, falls ihr euch nicht sicher seid, wie ihr den Stern hinbekommen sollt. So, huch. Okay. Habe ich vier. Eins fehlt also noch. So. Und die letzte Zacke. Da nehme ich jetzt ein kleines bisschen mehr Draht, damit ich nämlich die Teile verbinden kann. Lieber ein bisschen zu viel als ein bisschen zu wenig. So. Wenn ich mir das so angucke, sieht auf jeden Fall schon nach einem Stern aus. Okay, ich mache den noch nicht zu, weil ich ja gesagt habe, dass wir den noch ein bisschen dekorieren. Das heißt, wir fädeln da jetzt Perlen auf. Okay. So viele wir wollen in den Farben, die wir mögen. So. Wie gesagt, mein Motto ist, je bunter, desto besser. Und es eignen sich auch ganz hervorragend diese Bügelperlen dafür, die man normalerweise auf die Plastikformen legt und dann unter Backpapier bügelt, damit die Formen halten. So. Okay. Ich habe gerade nicht die ruhigste Hand. Okay. Ihr könnt, wie gesagt, so viele nehmen, wie ihr möchtet und die auch in den Ecken verteilen, wo ihr sie gerne haben möchtet. Und wenn ihr damit fertig seid, habe ich ja extra hier ein bisschen mehr Draht genommen, dann machen wir das Ganze fest. So, und machen den Stern quasi zu, damit da auch nichts rausfliegt. Und dafür drehen wir das Ganze so ein. Wenn wir Glück haben, ist noch genug Draht übrig, um den Stern am Ende aufzuhängen. So. Und der sieht jetzt gerade bei mir mal wieder ein bisschen verformt aus, aber das ist das Praktische am Draht. Wir können den immer noch schöner machen. So. Okay.
ein Weihnachtsstern mit Perlen. Ich wünsche euch also viel Spaß dabei, eure eigene Weihnachtsbaumdekoration zu basteln und wünsche euch natürlich auch eine schöne Adventszeit und freue mich, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen.